Hauptsache mit euch, anstatt dauerhaft allein. Weil das macht ja gar keinen Spaß. Und wenn die Erkältung nicht wäre, wäre alles noch prima. Jawohl. Ich habe immer Angst, wenn da steht auf einmal immun gegen Eis. Du bist gearscht. Ich habe da immer Angst vor, dass das da steht. So ein Kacke. So. Ich muss erst mal an die Rüstung denken. Wenn nicht, dass ich irgendwann da stehe und hab nix. Wow, was geht da nicht ab? Oh ne, da ist er down. Da ist er down. Oh. Alter, wie weit kommt da einer hinterher? Das ist mal einem wirklich weit hinterhergekommen. Mann, oh Mann. Viecher mögen mich. So, haben wir das auch schon mal. Ja. Ich bin überladen. Nein. Ja, nein. Regenerationstrank. Mana. Mana. Heilung. Lieber zu viel wie zu wenig. Den nehmen wir auch noch mit. Weil ich kenne mich. So, das Söldner, ich brauche dich. So, jetzt geht's ab. Wow, ist er schon da? Wo war er schon da, ey? Oh oh. Ich brauche Mana. Wow, der brennt mein Arsch an. Wow. Okay, ich wollte gerade eigentlich gesagt haben, sollten wir greifen mal Diablo an, aber... Wow! Wow! Juhu! Oh Mann! Nicht schlecht, nicht schlecht. Der Schrecken sucht die Hölle nicht mehr heim. Ich habe ihn bezwungen, den Drecksack. Was? Ich kann nicht noch mehr Was? Tragen. Klar kannst du. Glaubst du gar nicht, wo du überall über 3 kriegst? Alter, was ist hier los?
Meinen Glückwunsch. Gewiss hat sogar Diablo selbst die entfesselte Wut gespürt, als ihr den Seelenstein seines Bruders zerschmettert habt. Ich habe euer großes Potenzial schon immer gespürt. Ihr habt diese Aufgabe mit Bravour erledigt. Meine Vorfahren haben zwar oft gegen die drei Übel gekämpft, doch ich habe stets ein zurückgezogenes, der Gelehrsamkeit gewidmetes Leben gelebt. Dass mein Wissen euch half, ist mir eine große Freude. Doch nun möchte ich diesen Ort verlassen. Auch wenn die Tore des Himmels wunderschön sind, so hoffe ich doch, sie erst in vielen, vielen Jahren wiederzusehen. Bitte redet mit Tyrael darüber, diesen Ort unverzüglich zu verlassen. Machen wir, aber wir wollen erstmal das schöne Loot wegbringen. Was braucht ihr? Die könnten wir erstmal behalten. Das könnten wir unterm Oh, ein Paladin. Oh, verdammt. Die weg, die geben wir unserem Söldner, wa? Die behalten wir. Angriffswert, boah. Das behalten wir auch. So, das sieht, boah. Das Ding sieht auch geil aus. Das Ding sieht auch richtig geil aus. So, das behalten wir, das behalten wir, das behalten wir. Natürlich. Die können beide weg. Das behalten wir auch. Die wandeln wir um. Das wird verkauft. So, dann gehen wir unten das andere Teil. Ich bin überladen. Okay. Ab nach oben. Das Licht sei gelobt. Du hast das Unmögliche bewerkstelligt. Diablo und Mephisto wurden wieder in den schwarzen Abgrund verbannt, der sie einst ausgespien hat. Und die korrumpierten Seelensteine sind nicht mehr. Doch während du dort gekämpft hast, blieb Baal im Reich der Sterblichen und hat eine Armee höllischer Diener aufgestellt. Nun sucht Baals Armee nach dem Weltstein, der uralten Quelle aller Seelensteine und ihrer Macht, und hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Sie sind schon tief in das Heimatland der Barbaren vorgestoßen und dringen zielstrebig zum Gipfel des Berges Ariad vor. Baal weiß Bescheid, sterblicher Held. Das ist die Stätte, an der sich der heilige Weltstein befindet. Nun geh durch das Portal, das ich für dich geöffnet habe. Es bringt dich zur Barbarenstadt Harrogat, der letzten Bastion der Ordnung an den Hängen des Ariad. Yeah. Ja? Yeah, Deckard? Was läuft, Deckard? Nee, das Ding kann weg. Seid gegrüßt. Ich muss ein bisschen was vom Tod wieder rausholen. Nicht in der Stadt. Wie? Ah. 2084. Ja, ich glaube, das Ding ist schon geiler. Danke. Danke. 159 bis 300. Aber da kann ich noch zwei Dinger reinballern. Ach, der hat den Sieger und Schutz. Ah, okay, dann braucht er den gar nicht. Dann braucht er den gar nicht. So, meine Lieben, Akt 4 ist Geschichte. Auf geht's in Akt Nummer 5. Und mit der Sequenz hoffe ich, die ihr jetzt genießen könnt.
Bis gleich. Ich hörte später, dass er besiegt wurde. Und dass die Segelsteine in der Höllenschmiede zerstört wurden. Alle, bis auf einen. Ich hab versagt, Tyrael. Ich konnte nicht tun, was ihr da... Ich konnte die Pforte nicht durchschreiten. Vergebt mir, Tyrael. Vergebt mir. Arius, gebt mir den Stein und alles ist vergeben. Gebt ihn mir, Marius. Nehmt ihn. Nehmt ihn, nehmt ihn. Ich bin froh, dass es endlich vorbei ist, Tyrael. Seht, was der Stein mir angetan hat. Ihr habt nicht versagt, alter Mann. Ihr habt genau das getan, was ihr tun solltet. Indessen, ich bin nicht der Erzengel Tyrael. Nein. 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 Das habt ihr gut gemacht, Marius. Ich denke, nun sollt ihr euren Lohn erhalten. Womit habe ich das verdient? Baal!
Baal! Die Tore von Secheron stehen schon seit undenklichen Zeiten. Und du wirst sie jetzt nicht durchbrechen. Entferne deine üblen Dämonen von unserem Land. Wir stehen auf der Seite des Lichts. Niemals sollst du den Berg Ariad erreichen. Und niemals das finden, was du suchst. Ich werde deine Position überdenken. Scheint, sind die Bedingungen nicht akzeptabel. Einfach phänomenal, die Blizzard-Videos, ne? Einfach nur geil. Tja, somit sind wir wieder im Expansion-Set. Lord of Destruction. Yeah. So. Alles fertig. Eishochland. Ariad-Hochebene. So, so, so. Alles abgeschlossen. So. Dann mal ich bin Quarkeek, der oberste Waffenträger von Harrogath. Ihr habt das Äußere eines Kriegers. Ein weiterer Soldat kann uns nützlich sein, aber erwartet nicht, dass jemand um euch trauert, solltet ihr fallen. Baal bleibt seinem Namen treu. Er hat unser Land verheert wie eine unbarmherzige Pest. Der Schutzwall unserer toten Ältesten hält das Böse noch ab. Doch Baals Belagerung hat dennoch ihren Preis gefordert. Die meisten meiner Männer sind gefallen, andere sind in den Gebirgspässen gefangen. Aber ich schwöre, wir sind noch nicht geschlagen. Wir werden bis zum bitteren Ende kämpfen, um diesen Berg zu beschützen. So sieht das aus. Nee, Moment, hier lang. Eine Zauberin? Hier in Harrogath? Es gab eine Zeit, mein Kind, da hielt ich mich für berufen, den Pfad eurer Art einzuschlagen. Aber ich konnte meine Fertigkeiten nie weiter als bis zu einfachsten Zaubersprüchen entwickeln. Mit genug Zeit und Energie kann ich zwar fast jede Wunde heilen, aber gegen Baal kann ich kaum etwas ausrichten. Doch genug davon. Ich verbringe zu viel Zeit mit Nachdenken und habe darüber meine Manieren vergessen. Ich, Mala, heiße euch in Harrogath willkommen. Der letzten Festung der Ordnung auf dem Berg Ariad. Wenn ihr Baal, den Herrn der Zerstörung, besiegen wollt, seid ihr hier am rechten Ort. Baal hat Zerstörung über unseren Berg und seine Bewohner gebracht. Seine Diener greifen unsere Stadt weiter an. Und Quarkeek und seine Männer können sie nicht aufhalten. Baal hält sich noch auf dem Berg auf und sucht etwas. Aber ich weiß nicht was. Alle Ältesten, ausgenommen Nilatak, haben sich geopfert, um einen Schutzwall um Harrogath zu errichten. Einige von uns sehen euch hier nicht gern. Zu diesen gehört mit Sicherheit auch Nilatak. Wir sind ein stolzes Volk. Es fällt uns nicht leicht, Hilfe anzunehmen. Ich hingegen bin froh, dass ihr hier seid. Wenn ihr Heilung oder ein Elixier braucht, bitte kommt zu mir. Waffen, Rüstungen und Reparaturen bekommt ihr bei Larsuk.
Nilatak könnte trotz seiner Vorbehalte bei der Beschaffung anderer Waren von Nutzen sein. Und Quakek schließlich, unser Waffenträger, führt die letzten Streitkräfte von Harrogat gegen Baal. So, Lazuk. Falls ihr hier seid, um Baal zu besiegen, müsst ihr es beweisen. Just in diesem Augenblick wird Harrogat von Baals Dämonen belagert. Katapulte außerhalb der Stadtmauern lassen Tod und Verderben herabregnen. Baal selbst ist auf dem Weg zum Heiligen Berg und hat den Befehl hier einem seiner tückischsten Generäle überlassen, Schenk, dem Aufseher. Er ist ein ruchloser Meister seines Fachs und stachelt seine eigenen Diener auf dem Schlachtfeld zu selbstmörderischer Wut an. Wenn ihr uns beweisen wollt, dass ihr würdig seid, vernichtet dieses Ungeheuer Schenk, das die teuflischen Katapulte von Harrogat befehligt. Falls ihr das schafft, so kommt zu mir zurück. Mache mir Schenk. Schenk mir ein Stern. Tja, durch die Belagerung herrscht Mangel an allem, nur nicht an Narren. Warum sucht ihr diesen Ort, Fremdling? Seid ihr ein Leichenfledderer, der unsere gefallenen Krieger plündern will? Wie auch immer, dies ist nicht der Ort, euch einen Namen zu machen. Es ist unsere Aufgabe, den Berg zu beschützen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Legionen der Hölle besiegt sind. Ah, ja. Also, da ist so einer. Glücksspiel kann ich gerade nicht gebrauchen. Meine. Oh yeah. Ein Amulett. Geil. Ein Level up. Noch geiler. Level, oh yeah, level, oh yeah, level, wunderbar. Oh, ich hab Angst, wenn ich in Hölle bin, da werden so viele mit Eisimmunität mit dem Zeichen. Da brauche ich einen Söldner, der an meiner Seite steht. Und der aber auch was verprügeln kann. Geil, wenn ich einen Söldner hätte, der auch stabil ist. Aber den erstmal stabil kriegen. Das würde erstmal die Kunst werden.